Hä, hey, mein Greenscreen ist da drüben. Wann ist das denn passiert? What? Sind das nicht Koka, also sind das nicht Kakao? Kriegt man Kakao nicht aus Koka-Pflanzen? Ist Koka nicht eine, ist das nicht eine Kakaobohne? Ist das nicht das Gleiche? Habe ich gerade, ach, Koka ist Kokain. Ich kann nicht zu 100% versprechen, dass ich meine Wochenpläne immer richtig einhalte. Aber jedes Mal, wenn ich mich nicht daran halte, werde ich euch 10 Subs giften. Und vielleicht sind das einfach, vielleicht ist das die Art der Erziehung, die ich brauche für mich selbst, damit ich mich an meine eigenen Pläne halte. Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Wait a minute. Aber jedes Mal, wenn ich mich nicht daran halte, werde ich euch 10 Subs giften. Was ihr bei mir sehen werdet, ist professionelles Sterben. Ich werde euch in den nächsten Streams, Stunden, was auch immer, zeigen, wie man unfassbar schlecht in einem Spiel ist, unendlich oft stirbt, nichts geschissen bekommt, aber trotzdem nicht tiltet. Wir könnten das auch als Wutbewältigungsanalyse-Therapie betiteln. Ich hab die Rollos aufgehangen heute nochmal. Ich habe noch kein Vertrauen, dass es hält. Ich habe mir so einen neuen Klebestreifen besorgt, aber der gibt jetzt schon so ein bisschen den Geist auf. Und ich habe mir noch so einen ultra-turbo-krassen Mega-Fix-Klebestreifen bei Amazon bestellt. Den hatten sie bei Edeka nämlich nicht. Und der kommt morgen. Und diese Rollo werden mit so viel Gewalt und Hass morgen an dieses Fenster geklebt, dass sie dieses Fenster austauschen müssen, wenn sie die Rollo loswerden wollen. Richtige Arschloch-Rollo. Nimm mal in Deutschland die 20 größten Streamer. Ja. Davon hast du, da ist kein Shroud oder so bei. Weißt du, was ich meine? Da ist kein, das sind alles. Ja, aber da ist ein Dalukart dabei. Ja, das ist halt die Wish-Version. Will jemand ein Lagerfeuerlied singen oder so? Sing das Lagerfeuerlied. Ich kann den Text leider nicht. Ich kann es nur auf Englisch. Sing es gerne auf Englisch. Lagerfeuerlied. Lagerfeuerlied. Also, wenn es jemals einen Charakter gab, den ich gespielt habe, der alle Möglichkeiten zur Brutmutter erfüllt, dann ist es sie. Sie ist 44, hochschwanger, mega krasse Kämpferin, hat ihren ersten Mann überlebt, hat ihren Sohn geheiratet, hat ihre anderen beiden Söhne als Konkubinatoren, genauso wie ihren Schwager/Halbbruder. Oh, jetzt hat sie noch einen Sohn zur Welt gebracht. Oh, was eine Enttäuschung. Aber ich werde für heute raus sein. Und meine Rollo sind schon wieder runtergefallen. Aber morgen kommen die super Hardcore-Klebedinger. Morgen wird das mit richtig viel. Morgen wird das mit richtig viel Hass draufgeklebt. Mit richtig viel Hass. Aber ich habe mir zum Beispiel auch ein kleines Problemchen angelächelt, nämlich Smarty. Der ist zum Beispiel auch so ein richtiger, Smarty ist ein richtiges Arschloch, wirklich. Dieses Pferd ist ein richtiges Arschloch. Ich liebe dieses Pferd über alles, aber es ist ein richtiger Wichser. Ja, komm her, trau dich. Du traust dich ja doch nicht. Na komm zu mir. Du hast das gruselige Pferd. Gut. Ich habe nicht gesehen, dass mich das trifft. Immer Brüste, die sich in der Größe ändern, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Mein wütendes Ich hat riesige Brüste und zerschlägt Menschen. Also ich kann mit meinen wütenden Ich-Brüsten kann ich Gebäude einschlagen. Ja. Ich bin nicht nutzlos gewesen. Das sind die Gegner, mit denen ich mich wohlfühle. Genau sowas. Das ist mein Vibe. Da sehe ich mich. Das ist in etwa der Schwierigkeitsgrad, den ich gerade suche. Ich triff ja nicht mal die Ziege. Es sind so viele, die verspotten mich alle. Au! Die greifen an. Ich habe mich gekratzt. Oh, die greifen an. Sogar die Ziegen hassen mich.
dann überlegen, ob ich für mein eigenes Buch eine Gastautorin einladen soll, die statt mir über Schwangerschaften schreibt, damit das trotzdem einen, wie soll ich sagen, damit das ein gewisses Schriftbild hat, das nicht Gebären, Auswerfen oder Platzen impliziert. Seht ihr das Licht in diesem Zimmer? Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das Licht in diesem Zimmer bedeutet? Ja. Meine Scheiß-Rollos sind schon wieder runtergebrochen. Weisheiten mit Pia. Kostenlose Dinge sind immer gute Dinge. Denn mittlerweile habe ich gelernt, wie ich das einfordern kann, dass er sein Bein selbst hält. Der Scheißgaul. Das ist so ein Scheißvieh, wirklich. Ich liebe dieses Pferd so sehr, wirklich. Ich liebe dieses Pferd so sehr, aber heilige Scheiße. Aber wirklich, heilige Scheiße. Und Steffi sagt ja auch schon, also sie versteht auch nicht so genau, warum ich es mir so schwer mache. Ich hätte auch einfach mit einem Pferd anfangen können, das ein bisschen umgänglicher ist. Aber ich habe mich halt einfach verliebt in den Trottel. Digga, was machst du? Ich bin krass. Ich bin krass. Ich bin so, 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 so krass. Ich bin krass. Ich bin krass. Ich bin so, 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 so krass. Man kann richtig fahren. Du kannst richtig fahren, genau. Und dann ist hier neben dir ein Knopf und da klickst du auch noch mal drauf. Hier links, genau. Das ist ein Knopf? Ja. Das ist mir auch passiert. Hab ich ihn gerade abgebaut. Der Schaffner ist einfach nur, oh Mann. So, Jukka, du bekommst einmal von uns eine Teilnehmerurkunde. Ein bisschen enttäuscht. Also eigentlich wollte ich Platz 4 werden, weil ich werde immer Platz 4. Und das ging heute nicht, aber wir haben uns bemüht, Platz 4 zu nehmen. Und deswegen bist du hier bei uns Platz 3 geworden, ja? Applaus schön. Für Platz 3! Oh mein Gott, ich fühle mich wie fucking stichsterzig. Kommt nochmal ein Video mit Henno und wenn ja, wann denn ungefähr? Am ersten Montag nach dem dritten Vollmond, aber nur, wenn der Hahn vor 5 Uhr gekräht hat, frühestens 2027. Was bist du für eine hässliche Kreatur? Oh, es spuckt! Digga, wie soll das gehen? Das Ding ist viel, das hat einen viel größeren Durchmesser. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ich soll halt dieses Ding hier da drauf stülpen. Aber das hat literally den gleichen Durchmesser. Wie kriege ich denn ein Ding, das den gleichen Durchmesser hat, da drauf? Die andere Seite ist genau, ich muss das auf beiden Seiten montieren. Mit Gewalt. Ich habe Muskelkater. Ich habe keine Kraft für Gewalt. Wie abrollen. Da ist nichts zum Lesen. Da sind nur Arschlochbilder. Ich will doch einfach nur, dass meine Kack-Rollo, die ich schon montiert habe, hält. Hat Dalu eigentlich schon seine neue Brille oder spielt er noch immer fast blind? Der spielt komplett blind und nur mit einer Hand. Und weil es auch einfach sonst nicht aufwendig genug wäre, macht er auch immer, wenn er einen Kill macht, macht er einen Klimmzug. Die wenigsten Leute wissen auch, dass Dalu tatsächlich ohne Bildschirm spielt. Ja, dann der hört die Sache nur. Das habe ich wegen bei Augen schon. Das ist super wichtig. Klar, das wäre die Augen noch schlechter, ne? Ich sitze auch gerade vor einem Fenster, ich gucke halt raus. Und wie ist das Wetter so bei dir? Ich liebe Arschlöcher. Ich liebe Tiere, die Arschlöcher sind. Bitte nicht singen. Hä? Ich habe eine wunderschöne Singstimme. Also, wenn Kalle ein Album aufnimmt, muss er unbedingt einen Song mit mir machen. I tried so hard. And yet. Was muss man denn machen, um Keys zu gewinnen? Du müsstest während dem Stream aufspringen, also aufstehen, aufspringen. Und dann müsstest du bitte 4 Hampelmänner machen. Im Kreis. Und dann nochmal in die andere Richtung gegen den Uhrzeigersinn auf einem Bein springen. Und ganz laut rufen: Die Eumel kommen! Die Eumel kommen! Hoch leben die Eumel! Und dann kannst du einen Key gewinnen. Hast du mal versucht, mit Gamepad zu spielen? Keyboard finde ich total unanständig in den Soul Games. Hallo Kiba. Na, bist du ausgeschlafen? Mami nimmt gerade die Welt an sich. Dann gibt's unendlich viel zu fressen für dich. Ändert sich nichts, ne? Das ist übrigens, dass Celeborns anderer elbischer Name Teleporno ist. Das ist
hast kein du Witz. Jetzt gesagt? Nein, das ist kein Witz. Das ist so. Nein. Doch. Nein. Von Tolkien so tituliert. Nein, Telepath. Jetzt weißt du auch, warum die ewig verheiratet sind. Wow. Loot, loot, loot. Alles ist schön, wenn ich looten kann. 23 Sekunden noch. Loot, 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 loot. Ein bisschen Soda trinken dazwischen. Ha! Hey, das ist doch nicht gemein. Ich will doch nur, dass sie sterben. Du rufst halt an beim Tierarzt und bist so, ja, es wäre halt ein Notfall, ich würde gerne vorbeikommen, weil mein Hund halt hat halt, und dann habe ich halt also innegehalten, weil aus Reflex wollte ich halt sagen, mein Hund hat halt einen wunden Schwanz, bis mir aufgefallen ist, wait. Mein Hund hat ja eine Rute und dann habe ich innegehalten am Telefon und war so, Penis ist das Wort, das ich suche. Heißt das Penis bei Hunden? So, schön. Habe ich das jetzt auch abgehackt auf meiner Bucketlist von Dingen, die ich nicht unbedingt machen wollte. Dalu ist also echt nur ein Joker. Ich habe das nicht ausgesucht. Also ich bin einfach nur gefragt worden, hast du Bock mit Dalu und mit Vlesk Blattern Charity Turnier mitzumachen? Und ich war so, ja geil, Dalu gewinnt das. Und das nächste, was ich gehört habe, war, ja, du wärst übrigens Team-Captain. Und ich so, warum? Hast du eine Antwort auf dein Warum bekommen? Nein. Okay, aber ich würde jetzt einfach mich aus dem Fenster lehnen und würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, vielleicht einfach, damit sie mehr auch weibliche Team-Captains dabei haben? Also ich könnte es dir sagen. Sag's mir gerne. Weil die Bedingung war, dass man am Ende gegebenenfalls ein Interview machen muss. Was? Dann habe ich gesagt, ich kann das Pia machen. Das ist so eine Arschgeige. Und leben und untergebracht werden. Und ich muss jetzt aufgehen, oder? Party time! Make out the stream, so we can go party. Machst du das denn so lang, bis ich auch? Nee. Ich bin so excited, dass ich jetzt nebenbei so ein bisschen vor mich hin was ist das Wort, das ich suche? Schnabulieren? Schnabulieren ist das Wort, oder? Schnabulieren. Ja, dann ist das, das klingt richtig, ja. Boah, Pia kann nicht reden. Also ich brauche halt, ja. Oh mein Gott. Wir haben es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es. Also auch die Pfannkuchen. Dass mein Leiden hier nicht ernst genommen wird. Die Ziegen haben mich ganz eindeutig auch geboxt. Ihr habt das gesehen. Die hat Gas gegeben und hat mich gerammt. Das ist aggressiv. Wenn sie sich hätte töten lassen, dann hätte ich das verstanden. Hat sie aber nicht. Warum verteidigt ihr jetzt eigentlich gerade die Ziegen? Seid ihr in ihrem Team? Seid ihr Team Ziege? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Dass ihr eher für die Ziegen hält als für mich? Meine Buchse ist offen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ups. Bisschen den Hosenstall gelüftet. Das ist eine wichtige Sache, damit da Luft hinkommt und es nicht unangenehm riecht. Oder man duscht sich einfach. Aber welcher Streamer würde sich duschen? Okay, ich wette um 50 Subs, um 50, dass diese Rollo mindestens eine Woche hält, wenn ich sie jetzt montiere. Wenn diese Rollo vor nächstem Montag, inklusive Montag, runterfällt, vergifte ich euch 50 Subs. Ich bin verzweifelt. Weil wir arbeiten ja gerade daran, dass die Kriegsführung wieder weiblicher Natur wird. Aber das wird ja schon. Bruder, bist du hässlich. Unsichtbar, unsichtbar. Ich habe meine Midlife-Crisis erreicht. Ich habe jetzt gute und schlechte Lappen. Ein Lieferwagen.
Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Hallo, Marika. Digga, ich bin eine Statue. Was laberst du mich voll? Na, 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 na. Ich würde gern meine Sachen wieder aufheben, weil ich im Griff hab, dass ich gestorben bin. Ich würde gern meine Sachen wieder aufheben. Aber Kalle und, habe ich gerade gesagt, Kalle liebt mich und mag mich? Ja, Kalle liebt mich und mag mich wahrscheinlich auch. Kiba vermutlich auch. Aber was zwischen Kalle und Kiba ist, das ist was ganz anderes. Also, das ist, ja genau der hier. Was ist? Ich habe gesagt, dass du mich magst und liebst und Kiba auch, aber das, was zwischen euch beiden ist, ist was anderes. Was machst du? Was tust du? Was ist der Schusch? Der Schusch ist... Der Schusch ist dieses Ding, das sie auf dem Boden... Also Schusch... Schusch ist dieses so und dann macht sie so... Wuh. Hä? Jetzt einfach der Straße folgen. Welche Straße? Ja, das, was da Straße ist. Oh Gott. Zählt das? Ich hab keinen Führerschein, ich probier's nicht immer. Sind wir immer noch auf der Straße? Ja, ja. Ja, sind wir. Das Shoyoka-Imperium ist ja, wächst. Es wächst. Ich versuch das Rambok-Ding hier zu eskortieren. Also, ich hab viele Erfahrungen mit Rambok gemacht. Ich weiß, wie du sowas eskortieren. Sobald man schade Move-Bomb nach dem Dealer. Oh nein! Aber keiner kommt. Jawoll.